Da das letzte Spartipps-Video schon einige Zeit zurückliegt, habe ich mich auf die Suche gemacht in meinen persönlichen Gedankenwirrungen und natürlich auch im Internet und habe heute insgesamt 71 Spartipps rund um Fixkosten für dich und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei diesem Video. Mein Name ist Alena. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dem heutigen Video 71 Spartipps rund um Fixkosten. Und damit das Video nicht zu lange wird, würde ich einfach sagen, wir fangen auch gleich an. Ich habe meine schicke Liste hier und der allererste Tipp ist, führe ein Haushaltsbuch. Ein Haushaltsbuch ist einfach wichtig, um deine ganzen variablen Ausgaben, die du so im Jahr, das ist dann Video Nummer 2, was dann demnächst folgen wird, einfach auch im Überblick zu behalten und es bietet dir die Grundlage für deine Budgetplanung. Falls du dich für Finanzen und Haushaltsfinanzen und auch Budgetplanung interessierst, dann verlinke ich dir hier oben meine Montagsplanungsreihe. Direkt im i, jeden Montag 9.30 Uhr, geht es rund um Haushaltsorganisation, Kalenderplanung, also sprich Planen im Kalender und natürlich auch um das liebe Budget. Und dann würde ich sagen, machen wir auch gleich weiter mit Tipp Nummer 2, lege dir Beiträge zurück. Gerade auch in der Budgetplanung ist es ganz wichtig für so ganz bestimmte Ausgaben, die jährlich kommen oder auch halbjährlich kommen, dass große Beträge sind, wie zum Beispiel die Autoversicherung, jeden Monat einen kleinen Teil zurückzulegen. Das kannst du tun, indem du dir sogenannte Spartöpfe anlegst, also sogenannte Sinking Funds, oder eben auch, indem du am Monatsende das Geld, was übrig geblieben ist, einfach in einen extra Umschlag auf dein Konto packst oder irgendwo hinlegst, um es dann für einen Notfall parat zu haben oder eben einfach auch, um dann, wenn mal das Geld knapp wird, einfach auch stopfen zu können. Der dritte Tipp, teile dir dein Geld ein. Und ja, ich bin ein großer Fan von der Umschlagmethode und auch dazu findest du in meiner Planungsplaylist Unmengen an Videos, zumindest 2 oder 3 glaube ich schon. Und das ist für mich nochmal so ein Tipp. Indem ich mir mein Geld einteile, habe ich einfach festgestellt, dass es mir leichter fällt, mich mit meinen Fixkosten auseinanderzusetzen, meine Fixkosten besser im Gefühl zu haben. Und das ist die Klingel, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Wir waren bei den Fixkosten. Indem du dir dein Geld einteilst, hast du einfach einen viel besseren Überblick und ich habe festgestellt, ich komme viel besser damit zurecht, wenn ich mir wirklich mein Geld einteile in ganz bestimmte Kategorien wie den Drogerie-Familieneinkauf, den ich übernehme oder eben auch für unseren Kleinsten alle sämtlichen Kosten, genauso wie ich eine Rubrik habe für Feste und Geschenke. Ich habe auch eine Kategorie fürs Auto, was mir persönlich den Hintern gerettet hat. Denn ich brauchte jetzt neue Winterreifen samt Felgen und das waren knapp 700 Euro. Und hätte ich nicht diese Einteilung gehabt, mir jeden Monat einen festen Betrag zurückzulegen, wäre es bei mir mit dieser großen Ausgabe einfach sehr, sehr eng geworden. Achte auf dein Kleingeld ist auch schon Tipp Nummer 4. Ja, das Kleingeld. Bei mir im Haushaltsbudget runde ich Beträge immer auf, dass ich da eine runde Summe habe. Macht sich einfach leichter. Jeden Freitag allerdings nehme ich dann meinen Geldbeutel, mache ihn komplett leer, gucke, wie viel Geld habe ich noch über. Gerade auch beim Kleingeld ist es dann so, dass 1, 2 und 5 Cent Stücke in meine Sparbüchse wandern, also in mein Kleingeldverhau wandern und ich die dann einfach zurückpacke für, bringe ich einmal im Jahr aufs Konto und gucke, wie viel es einfach geworden ist. 10 Cent und 20 Cent bekommt unser Kleinster jede Woche in seine Sparbüchse, um einfach so ein bisschen sparen zu können. Und 2019 waren das über 150 Euro, die er jetzt auf seinem Kinderkonto hat. Und das ist schon eine ganz schöne Menge, wenn man bedenkt, dass das einfach nur jede Woche die 10 und 20 Cent Stücken waren. 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro zum Beispiel. Die nehme ich ganz gerne, um mal kurz mein Auto zu waschen, also an der Do-it-yourself-Waschanlage oder eben auch, um mein Auto einfach mal auszusaugen. Wenn ich das schon alles erledigt habe und ich habe dann immer noch Kleingeld über, schmeiße ich das auch in meine Sparbüchse einfach rein, also in mein Spar-Kleingeldverhau und kann dann so am Jahresende, wenn ich das dann zur Bank bringe, um es dann auf meinem Konto einzuzahlen, habe ich dann eine ganz schöne Summe, die ich dann in meinen sogenannten, die ich dann einfach auch in meine Notgroschen investieren kann, wo nur rangegangen wird, wenn die Hütte wirklich brennt. Fünfter Tipp, mach deine Einkommensteuererklärung. Ich weiß, das Thema Steuern ist sowas von, wow,
kenne ich auch, aber du verschenkst bares Geld. Wenn du dich mit der Einkommensteuererklärung schon mal ein bisschen beschäftigt hast oder auch noch nie beschäftigt hast, dann wäre jetzt der passende Zeitpunkt, um damit anzufangen. Denn es gibt tausend und eine Möglichkeit von Dingen, die du bei der Steuer einfach absetzen kannst, die dir von Haus aus schon mal von deinem Lohn einfach abgezogen werden, die du aber dir wiederholen kannst beim Finanzamt. Dazu wird es noch ein extra Video geben, was man alles ansetzen und auch absetzen kann. Sechster Tipp, wenn du keine Ahnung von der Einkommensteuererklärung hast, dann hol dir Hilfe in diesem Fall. Es gibt die Lohnsteuerhilfe, es gibt Steuerberater oder vielleicht kennst du auch eine Freundin oder einen Kumpel oder wen auch immer, der in einem Steuerbüro arbeitet oder sogar schon seine Einkommensteuererklärung einfach selbst gemacht hat. Oder du wartest einfach, bis mein Video dazu online kommt. Hol dir Hilfe. Es gibt ganz tolle Softwares. Ich weiß jetzt nicht. Auf alle Fälle, es gibt immer ganz tolle von Wieso zum Beispiel. Die helfen dir wirklich mit Tipps und Tricks direkt schon in dem Programm, um deine Steuererklärung zu erledigen, was du ansetzen kannst, was du absetzen kannst, welche Quittungen du dafür brauchst und so weiter und so fort. Siebter Tipp, bedenke Handwerkerkosten. Wenn du jetzt ein eigenes Haus hast oder eine Eigentumswohnung hast, dann ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass du auch für solche Fälle Geld zurücklegst und diese in deinem monatlichen Budget oder Jahresbudget einfach berücksichtigt. Wenn du so wie wir Mieter bist, dann ist es wahrscheinlich nicht so wirklich dein Problem. Und genau, dann machen wir auch gleich weiter, denn das Video wird endlos. Nummer 8, bastel anstatt Geschenke zu kaufen. Ja, ist wirklich so, macht Spaß. Machen wir bei uns oder bei meinen Schwiegereltern, machen wir auch hier bei uns untereinander in der Familie. Natürlich gibt es bei uns auch mal gekaufte Geschenke, weil ich eine entsprechende Sparkategorie einfach für unter dem Jahr angelegt habe. Aber für so Valentinstag oder solche kleinen Events oder Ostern einfach mal basteln. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Ideen. Wenn du keine Idee hast, was du wem, wann, wie, wo basteln sollst, dann guck doch einfach mal bei Pinterest vorbei. Da kannst du nämlich einfach eingeben DIY Geschenke Ostern Mann und dann findest du eine Milliarde und eine Ideen. Kommen wir auch schon zur Kategorie in der Kommunikation einfach Geld sparen. Nummer 1, vergleiche Handytarife. Handytarife vergleichen ist immer eine ganz tolle Geschichte, denn die Anbieter prügeln sich um den günstigsten Preis. Ich habe aber festgestellt, und das werde ich jetzt auch so machen, meinen Handyvertrag lasse ich jetzt einfach auslaufen und werde dann danach umsteigen auf Prepaid, denn das ist immer noch die günstigste Variante. Aber vergleiche deine Handyverträge, um wirklich auch den günstigsten Tarif zu haben. Checke deine Internetkosten, auch hier selbsterklärend. Die Anbieter prügeln sich um die günstigsten Preise. Und dann muss man sich auch wirklich fragen, brauche ich Festnetz und Internet oder reicht mir schon das Internet, weil ich eigentlich auch ein Handy habe? Das ist nochmal so ein kleiner Tipp am Rande. Nutze dein Handy so lange wie möglich. Ja, das neueste Handy zu haben ist geil. Ich gebe es zu, das neueste Handy zu haben ist auch schön und irgendwann ist es auch mal toll, wenn man was Neues in den Händen hält. Das Problem ist einfach Müll. Du kannst dein altes Handy auch verkaufen über Momox und über was weiß ich nicht für verschiedene Kleinanzeigen. Das ist alles möglich. Nutze dein Handy so lange wie möglich, denn wenn du dein Handy zum Beispiel mit einem Vertrag holst, dann bezahlst du jeden Monat eine sogenannte Mietgebühr. Also es wird nicht als Mietgebühr ausgewiesen, aber es ist im Endeffekt nichts anderes. Und wenn du dir ein neues Handy zulegen möchtest, weil dein altes kaputt ist, dann gucke, dass du es bar bezahlst und unabhängig vom Vertrag holst. Folge keinen neuen Trends. Google Phone, der neueste Computer, Trends. Folge generell einfach keinen neuen Trends, wenn sie nicht unbedingt sein müssen. Natürlich darfst du selbst entscheiden, was du in deinem Leben machst und was nicht. Rüste deinen Computer auf, anstatt dir einen neuen zu kaufen. Wir haben hier leider Laptops, da ist das Aufrüsten immer so eine schwierige Geschichte. Wenn du aber einen alten oder wenn du einen Computer hast, so einen richtigen Tower, dann kannst du hier meist noch verschiedene Dinge einfach neu mit dazu kaufen, um mehr Arbeitsspeicher zu kriegen, um noch mehr Festplattenplatz dazu zu kriegen, etc. Wie du bei Elektrogeräten Geld sparen kannst, ganz einfach, vermeide viel zu viele freie Flächen im Kühlschrank. Wichtig ist aber, dass du einen Menüplan hast, ganz einfach aus dem Grund,
weil es dich effektiv Geld sparen kann. Wir haben zum Beispiel für 3 bis 4 Personen einen recht kleinen Kühlschrank aus meinen Videos. Wenn du die schon gesehen hast, dann kennst du den. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, je mehr freier Platz da ist, desto mehr kühlt er permanent. Das heißt, wir haben bewusst einen kleineren, der für uns als 3- bis 4-köpfige Familie teilweise sehr eng wird, aber damit sparen wir uns einfach immense Kosten. Der nächste Punkt ist, Wasch- und Spülmaschine auch wirklich voll zu starten. Es bringt dir nichts, wenn du eine einzelne Socke oder ein paar Socken waschen musst, weil du da Unmengen an Wasser und Waschmittel und Energie verbrauchst, sondern gucke, dass du deinen Geschirrspüler oder auch deine Waschmaschine wirklich voll machst. Bei der Waschmaschine ist der ungefähre Richtwert, dass du eine Hand hochkant direkt noch in die Waschmaschine zwischen Wäsche und Trommel kriegen solltest, damit sie optimal genutzt wird und auch optimal noch wäscht. Und natürlich macht es auch Sinn, beim Geschirrspüler den auch erst anzumachen, wenn er wirklich voll ist. Nutze beim Ofen und auch beim Herd einfach die Restwärme, ist auch schon gleich der nächste Tipp. Ich mache das zum Beispiel beim Ofen, dass wenn ich genau weiß, oh, das Essen bräuchte noch 5 Minuten, dann lasse ich oder mache ich schon den Ofen aus und lasse das Ganze noch mit der Restwärme einfach fertig werden. Ein weiterer Tipp sind Zeitschaltuhren. Das haben wir zum Beispiel beim Aquarium, beim Kleinen drüben, wir haben eine Zeitschaltuhr, die einfach regelt, hier geht das Aquariumlicht an, hier geht das Aquariumlicht aus. Somit vermeide ich nämlich unnötige Kosten, indem wir oder wenn wir mal nicht zu Hause sind, dann das Aquariumlicht zum Beispiel 2 Stunden länger leuchten lassen würden und kann somit einfach auch Kosten minimieren. Vermeide auch die Standbys. Ja, Standby ist unser Fernseher, Standby ist unser Computer. Wir haben ganz einfach diese Steckdosen genommen, wo wir diesen Kippschalter haben, also wo wir dann einfach auch dieses Standby komplett minimieren können und das spart uns bis zu 60 Euro im Jahr. Vergleiche generell alle Tarife, sei es jetzt bei Gas, Telefon, Internet, Versicherungen etc. Tarife, Vergleiche lohnen sich einfach wirklich. Dazu kannst du verschiedene Vergleichsportale nutzen und wenn du dann ein günstigeres Angebot gefunden hast als dein aktueller Anbieter, dann geh doch einfach hin oder schreib denen eine E-Mail und sag, liebe Leute, ich habe das gleiche Paket günstiger gefunden, was könnt ihr für mich tun? Und wenn der leider nichts für dich tun kann oder tun möchte, dein Anbieter, dann wechsel einfach. Halte deinen Geräten die Treue, ist auch noch so ein Punkt. Ich pflege meine Geräte. Unsere Waschmaschine ist locker schon 10 Jahre alt. Genau. Ich benutze auch Essigessenz anstatt Weichspüler und das Ding wäscht immer noch. Und es ist sauber und es ist ordentlich und es riecht nicht muckig und mockig. Das gleiche gilt natürlich auch für Ofen, für unseren Induktionskochfeld, was schon 12 Jahre ist, genauso wie der Ofen. Die Mikrowelle ist schon mindestens 12 Jahre alt, denn das sind alles so Gegenstände, die hatte mein Mann schon, bevor wir uns kennengelernt haben. Und diese Geräte funktionieren und halten einfach länger, wenn man sich regelmäßig um sie kümmert und sie pflegt. Der nächste Tipp, und da bin ich schuldig im Sinne der Anklage, verzichte auf einen Trockner. Wir haben einen Trockner, den haben wir oder benutzen wir auch allerdings wirklich nur, wenn mal wieder der Wäscheberg ins Unendliche gewachsen ist. Sei es durch Magen-Darm-Grippe beim Kleinen, ne? Dann kann man manchmal gar nicht so schnell waschen und auf die Wäscheleine aufhängen oder auf dem Wäscheständer aufhängen, wie man die Wäsche braucht. Nur für diese Notfälle haben wir den Wäschetrockner und unser Wäschetrockner läuft wirklich nur dann, wenn es ein präziser und akkurater Notfall ist. Und für alles andere nutzen wir unseren Wäscheständer, der in der Badewanne steht. Wenn du meine Videos schon länger verfolgst, dann kennst du das. Nächster Tipp, verhandel beim Kauf. Ja, das geht nicht nur auf dem Flohmarkt. Das geht auch wirklich immer und überall. Mein Mann zum Beispiel, und dafür liebe ich ihn abgöttisch und dafür nehme ich ihn auch unglaublich gerne mit, wenn es darum geht, dass wir etwas kaufen müssen oder zum Beispiel auch beim Kleidungskauf. Wenn wir Kleidung kaufen müssen und ich mir zum Beispiel etwas Neues besorge, wenn ich das nicht gerade über Secondhand-Läden mache oder aber ich finde irgendwo ein Teil, was mir gefällt und es ist zum Beispiel, jemand hat es anprobiert und es ist ein Make-up-Fleck drauf. Die Größe gibt es nicht nochmal, das Teil gibt es nicht nochmal. Ich weiß aber, dass ich den Make-up-Fleck einfach rauskriege mit meinen DIY-Waschmitteln. Dann gehe ich auch zu den Verkäufern und frage nach einem Rabatt, denn da ist ganz offensichtlich ein kleines Loch, da ist ein Faden, der absteht oder aber ein Make-up-Fleck. Und dann frage ich nach einem Rabatt. Mein Mann zum Beispiel macht das auch sehr gerne und ich schicke meinen Mann teilweise sehr gerne vor, denn der macht das immer sehr charmant. Frühstücke wie ein König. Wenn du schon in der Früh mit hungrigem Magen das Haus verlässt, ist die Gefahr groß, dass du dir auf dem Weg zur Arbeit oder in der Arbeit dann noch schnell etwas beim Kiosk holst, in der Cafeteria oder eben auch noch schnell beim Bäcker anhältst und Geld ausgibst. Esse weniger Fleisch, ja?
da muss ich mich auch so ein bisschen an die Nase fassen. Ich persönlich bin nicht so der Fleischesser. Gelegentlich habe ich aber da auch mal Lust drauf. Mein Mann könnte allerdings jeden Tag Fleisch essen. Und seitdem ich aber einen Menüplan erstellt habe, dazu findest du hier oben auch ein Video, ist es einfach so, dass ich wirklich das Fleisch so gut wie möglich reduziere, wir mehr in die vegetarische Richtung gehen, weil es effektiv Geld spart. Koche selbst ist natürlich auch sehr selbsterklärend. Auch wir haben samstags unseren Pizzaabend und unseren Familienkinoabend, wo wir uns Essen wirklich aktiv nach Hause bestellen und ich nicht koche. Wichtig ist aber, oder was dann unsere Familienkasse einfach entlastet, dass ich unter der Woche selbst koche, dass wir uns da nichts liefern lassen. Ein weiterer Tipp, wenn du einen Garten hast, so wie wir, ist es vielleicht mehr in die Richtung Selbstversorger zu gehen. Wir haben einen Pachtgarten in einer Kleingartenanlage und ich versuche wirklich im Frühjahr und Sommer so viel wie möglich an Gemüse, was wir auch tatsächlich essen oder eben auch an Obst selbst anzubauen, denn das entlastet unsere Haushaltskasse ein weites Stück. Glaube nicht unbedingt immer die Mindesthaltbarkeitsdaten auf den Lebensmitteln, die du kaufst. Wie gesagt, es handelt sich um ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt nicht, dass es zum Beispiel am heutigen Tage um Punkt 12.51 Uhr schlecht ist. Rieche dran, koste es und wenn es noch gut schmeckt und riecht, dann kannst du es getrost auch noch weiter verwenden. Ein weiterer Tipp und den beherzigen wir auch, das ist Leitungswasser nutzen. Wir trinken Leitungswasser, wir filtern das, wir benutzen unseren SodaStream dafür. Wir haben einfach festgestellt, dass Leitungswasser somit unsere Familienkasse um einiges einfach erleichtern kann oder auch einfach erleichtern kann, wenn wir Leitungswasser auch zum Trinken nutzen. Wir kaufen ganz selten mal Saft. Oder machen unseren Saft doch einfach selber von Obst und Früchten, die wir im Garten haben. Oder aber wir nutzen einfach Tee, auch aus dem Garten, den ich koche und dann kalt werden lasse, wenn wir mal was anderes trinken wollen, außer Leitungswasser. Verwende es einfach clever. Ich vermeide es oder ich plane unseren Menüplan oder unseren Wochenplan, was wir essen wollen, wirklich so, dass wir so wenig wie möglich bis gar kein Essen mehr wegschmeißen müssen. Es kostet Unsummen an Geld und wenn man sich mal überlegt, was wirklich jeder Mensch jedes Jahr einfach wegschmeißt, weil er es im Kühlschrank hinten vergessen hat, weil er es im Vorratsschrank irgendwo vergessen hat, dann ist das manchmal schon sehr erschreckend. Leere Tuben und Flaschen wirklich restlos. Das, denke ich, ist ein Punkt, der sich absolut selbst erklärt. Du kannst jede Cremepackung, jede Cremetube oder jede Tube generell, wenn sie eigentlich leer erscheint beim Ausdrücken, einfach oben abschneiden und dann kriegst du mindestens noch 30% mehr aus der Packung, obwohl sie eigentlich leer ist, wenn du sie ausgequetscht hast. Ein weiterer Tipp rund um Essen und Trinken ist natürlich auch, dass du deine eigenen Salatdressing machst. Ich weiß, es ist schwierig und es ist nicht jedermanns Geschmack, aber es gibt auch im Internet ganz, ganz tolle Rezepte für selbstgemachte Salatdressings in allen Varianten und zu jedem Salat. Meine Fertiggerichte ist, denke ich, auch ein Punkt, der sich selbst erklärt. Wenn man mal den Preisvergleich zwischen einem Kilo Kartoffeln und dann vielleicht Bratkartoffeln aus einer fertigen Packung, wie viel das jeweils kosten würde, das heißt ein Kilo Fertigbratkartoffeln gegen ein Kilo ganz normale Kartoffeln, denke ich, ist auch ein sehr selbsterklärender Punkt. Was wir auch immer sehr gerne machen, Reste einfach einfrieren und so viel kochen, dass für den nächsten Tag für meinen Mann auf der Arbeit Mittagessen übrig bleibt und sogar nochmal das Gericht auch am Abend einen Tag später auch nochmal da ist. Das heißt, ich koche eine große Portion, zum Beispiel am Montag. Am Dienstag können mein Mann und ich uns was mitnehmen zum Mittagessen auf die Arbeit und wir haben dann immer noch genug über, um es am Dienstagabend essen zu können. Oder aber wir frieren auch einfach dann die Reste ein und tauen sie auf, wenn es einfach dann soweit ist oder besonders schnell gehen muss. Sieh dich in deiner Umgebung um. Ich habe auf meinem Kanal schon einige DIY-Rezepte, auch zum Beispiel Holunderblütensirup, die ich hier auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt habe. Wenn du dir Dinge aus der Natur nimmst, dann denke aber bitte dran, dass du noch genug überlässt für Tiere, Insekten etc. Das heißt, wenn du dich aus der Natur bedienst, achte einfach drauf, dass wenn du dir zum Beispiel Holunderblüten sammelst, ich mache das immer so, dass ich mir verschiedene Büsche und Bäume oder Büsche in dem Fall aussuche und nur so viel mir davon nehme, wie ich A tatsächlich brauche und B, dass es nicht auffällt.
Vergleiche bestehende Verträge habe ich vorhin schon mal gesagt. Das ist aber einfach dem Umstand geschuldet, weil man da wirklich sehr, sehr viel Geld sparen kann. Ich mache das einmal im Jahr, dass ich mich hinsetze und sämtliche Versicherungen und auch alle anderen festen Verträge, die wir hier einfach als Familie haben, durchchecke und auch wirklich mit unseren Anbietern Kontakt aufnehme. Wenn die mir keinen Rabatt bieten können, wenn sie mir die gleiche Leistung nicht wie der andere Anbieter zu einem günstigeren Preis anbieten wollen, dann wechsle ich auch einfach. Kündige Überflüssiges. Es gibt so viele Dinge im Bereich der Budgetplanung, was mir aufgefallen ist, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ich brauche kein Zeitschriftenabo von Zeitschriften, die ich mir einmal angucke und danach nie wieder. Dafür habe ich mir dann lieber bei unserer Stadtbücherei einen Ausweis geholt und kann mir so dort auch Zeitschriften ausleihen, wenn ich sie auch wirklich lesen möchte. Ich vermeide Müll, weil sie liegen nicht bei mir und ich kann sie jederzeit einfach auch sinnvoll nutzen und mir bestimmte Dinge auch einfach ausleihen. Versichere dich nicht doppelt. Gerade in einem Fall einer Eheschließung oder wenn man zusammenzieht als Paar, ist es zum Beispiel so, dass jeder seine eigene Haftpflichtversicherung hat, dass jeder seine eigene Hausratversicherung hat. Bei diesen Verträgen lass dich nicht veralbern und das spreche ich aus Erfahrung, ich habe auch schon bei einer Versicherung gearbeitet. Die Versicherung, die am längsten besteht, wird einfach übernommen. Wenn du jetzt mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammenziehst, guckt nach, welche Versicherung ihr doppelt habt. Sobald ihr eine Lebensgemeinschaft seid und dazu müsst ihr nicht verheiratet sein, könnt ihr doppelte Versicherungen kündigen. Das heißt, ihr schreibt einfach dem Versicherer, XYZ, ich bin mit zusammengezogen, es besteht ein Tarif bei, der besteht seit dem so und so vielten. Ich bitte darum, wegen Risikowegfall meine Versicherung zu kündigen. Bedeutet aber auch bei einer privaten Haftpflicht, wenn du dich zum Beispiel jetzt als Frau bei deinem Mann mitversicherst, dass dein Mann oder dein Partner in diesem Fall dann einfach auch dich als mitversicherte Person einträgt. Somit ist auch gleich der nächste Punkt, tappe nicht in Abo-Fallen. Nutzt du Schnupperangebote, dann achte auch darauf, dass du sie zum Endzeitpunkt der Testphase auch kündigst. Heb dir die E-Mail auf, heb dir den Brief auf, heb dir den Widerspruch auf, damit du nicht mit irgendeinem Abo dahängst, was du, wie gesagt, einfach gar nicht gebraucht hast. Der nächste Tipp ist dann auch, dass du dir Versicherungen zusammenlegst. Das geht zum Beispiel bei der Riester-Rente. Es gibt bei der Riester-Rente die Möglichkeit, wenn du als Frau oder als Mann, Hausfrau oder Hausmann bist und keine eigenen Einkünfte hast, dass du dich mit so einem sogenannten Rucksackvertrag bei dem arbeitenden Partner mit dranhängst. Dort bezahlst du nur den Mindestbeitrag von monatlich 5 Euro und profitierst von den gleichen Leistungen und natürlich auch von den gleichen Ansparsummen wie dein Partner. Dazu informiere dich aber bitte ausführlich bei der Versicherung, denn das würde jetzt hier einfach den Rahmen sprengen. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass es möglich ist, dass du dich bei deinem Partner mitversicherst, gerade auch bei der Riester-Rente dann den Mindestbeitrag zahlst und trotzdem die Zulagen vom Staat kriegen kannst. Ein weiterer Tipp ist zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest ein Abo abschließen für zum Beispiel Epidemic Sound, dass du, das ist ein Musikanbieter, so ähnlich wie Spotify etc., dort kannst du Freunde werben und für jeden geworbenen Freund bekommst du einen Freimonat. Das ist zum Beispiel auch noch so ein Tipp, indem du Freunde wirbst, die das dann auch tatsächlich haben wollen oder nicht. Also wirklich haben wollen, ne? Geh deinen Freunden jetzt nicht mit irgendwelchen Sachen auf den Keks, aber gucke einfach, dass du Freunde wirbst und dir somit kostenlose Monate, egal in welchem Abo-Bereich, sichern kannst. Nehm treue Prämien wahr, ist auch schon der letzte Tipp in dieser Kategorie, bevor wir dann beim Wohnen sind. Wir haben es dann bald geschafft. Nimm Treuepunkte wahr, nutze Payback, nutze andere Anbieter, um dir Geld zurückzuholen. Nutze Rabattcoupons. Ich habe zum Beispiel die Rossmann-App, ich nutze auch regelmäßig Coupons für unseren Drogerieeinkauf bei Rossmann etc., auch bei DM und nutze auch aktiv Payback, um dann mir zum Beispiel Prämien einzulösen, wo ich genau weiß, zum Beispiel, irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis wünscht sich neues Besteck. Dann kann ich meine Payback-Punkte dazu verwenden, mir bei Payback zum Beispiel ein tolles WMF-Besteck kostenfrei schicken zu lassen und habe gleichzeitig noch ein Geschenk
für besagten Freund oder Freundin. Gehen wir auch schon zum Thema Wohnen. Verzichte auf einen Makler. Auch wenn die Maklergebühr mittlerweile von dem Vermieter oder auch Verkäufer gezahlt werden muss, meistens wird es doch irgendwo draufgeschlagen. Verzichte einfach auf einen Makler, such dir dein Haus zum Kaufen selbst. Verzichte auch auf einen Versicherungsmakler, denn auch der bekommt Provision, die im unteren Strich bei dir wieder draufgeschlagen wird. Egal in welchem Bereich, setz dich selber hin und recherchiere. Ich weiß, ein Makler ist irre bequem, aber es kostet dich eine Stange Geld. Wähle eine vernünftige Wohnung. Das heißt, dass du nicht über deine Verhältnisse lebst, dass du dir eine Wohnung suchst, die in dein Budget passt. Wir haben hier knapp 100 Quadratmeter. Wir haben das Glück, dass die Chefin meines Mannes hier auch die Vermieterin ist. Wir hätten uns sonst diese Wohnung in dem Umfang für 3 Personen hier in der Innenstadt nicht leisten können. Wir hätten dann eine Wohnung nehmen müssen, die einfach kleiner ist. Das heißt, nutze Beziehungen und gucke, dass die Wohnung auch tatsächlich in dein Budget passt. Manchmal gibt es dann auch Fälle, dass man sich als Paar trennt oder, nicht in unserem Fall jetzt mal abgesehen davon, aber es gibt ja immer das Problem einer Trennung. Man hat zusammen sich eine Wohnung geholt, die größer ist. Überlege doch dann einfach, bevor du diese Wohnung tatsächlich aufgibst, ob es nicht eine Idee wäre, eine WG zu gründen. So kannst du die weggefallenen Kosten wieder reinholen und es können auch ganz nette und lustige WGs somit entstehen. Denke an die Heizung. Wenn bei uns hier niemand zu Hause ist, haben wir das Glück, dass wir die Therme runterregeln können und somit auch effektiv Kosten sparen. Das heißt, die Heizung wird dann, ich bin die Erste, die von der Arbeit nach Hause kommt mit unserem Kleinsten, dann drehe ich die Therme ein klein wenig höher, reguliere aber für die Zeit, wo wir nicht zu Hause sind, das übernimmt dann mein Mann, weil mein Mann ist der Letzte, der hier einfach die Wohnung verlässt. Der regelt die Therme runter auf ungefähr 15 bis 18 Grad in einigen Räumen oder in den Räumen, wo es nicht effektiv gebraucht wird. Und wenn ich nach Hause komme, regle ich einfach die Therme höher, dass wir so im Schnitt zwischen 18 und 20 Grad in unserer Wohnung einfach haben. Gilt nicht fürs Schlafzimmer, da bleibt die Heizung generell immer aus, denn im Schlafzimmer sind wir nur zum Schlafen und wir schlafen bei offenem Fenster. Mache auch das Licht aus. Wie viele Lichter werden vergessen? Ne? Von dir, von mir, von unseren Kindern, wir kennen es alle. Achte darauf, dass das Licht aus ist, wenn du den Raum verlässt. Informiere dich auch bei deinem Vermieter oder aber überprüfe es selber, ob die Isolierung passt. Gerade bei Fenstern ist es im Jahreszeitenwechsel ganz, ganz wichtig, einfach mal nachzugucken, schließen sie überhaupt noch dicht ab. Dazu nimmst du ein DIN A4-Papier, machst das Fenster auf, legst das DIN A4-Papier zwischen dem geöffneten Fenster und dem Rahmen, machst das Fenster wieder zu und versuchst dann, das Papier rauszuziehen. Sollte sich das Papier rausziehen lassen, dann gibt es bei allen Fenstern eine sogenannte Einstellschraube, wenn du dir nicht sicher bist, welche das ist. Google es einfach oder frag deinen Vermieter, wo sich diese Schraube befindet, um dann einfach diese Dichtung wieder effektiv herzustellen. Lüfte richtig. Ja? Das heißt, Heizung aus, alle Fenster einmal auf und einmal richtig durchlüften. Nicht Heizung an, Fenster kippen und das dann so eine halbe Stunde lassen. Das funktioniert nicht. Richtiges Lüften, falls du dich dafür interessierst, gibt es hier bestimmt auf YouTube einige Videos dazu. Wenn du diese suchst, wirst du da bestimmt fündig. Aber ich denke, das führt jetzt einfach zu weit und zu lange vor allem. Prüfe deine Nebenkostenabrechnungen, das machen wir auch wenn unsere Vermieterin die Chefin meines Mannes ist. Wir überprüfen trotzdem unsere Nebenkostenabrechnungen. Auch Vermieter sind nur Menschen. Es kann immer wieder mal passieren, dass es zu einem Zahlendreher kommt. Prüfe auch einfach am Ablesedatum die Zählerstände, die auf deinen Dingen draufstehen, auf der Heizung, auf dem Stromverteiler und überprüfe diese auch in den Nebenkostenabrechnungen, denn wir sind alle nur Menschen, es gibt auch Systemfehler in Computern etc. pp. Und es wäre dann sehr ärgerlich, wenn du zu viel bezahlst, obwohl einfach nur ein Zahlendreher dann das Problem war. Erledige Kleinigkeiten selbst. Ich könnte natürlich, wo ich jetzt hier in 2020 unsere komplette Wohnung nach 4 Jahren oder 5 Jahren durchgeweist habe, ich hätte mir natürlich auch eine Malerfirma beauftragen können. Hätte Unmengen an Geld gekostet, hätte mich aber wahrscheinlich einiges an Arbeit gespart. Aber ich konnte mir durch diese Eigenleistung, indem ich unsere Wohnung einfach selbst nochmal nachgestrichen habe, Unmengen an Geld sparen,
zwar nicht an Zeit, aber es ist manchmal eine ganz lustige Angelegenheit. Der nächste Tipp: werde selbst zum Möbeldesigner. Wir haben es in unserer Wohnung so gehalten, wir haben zwar sehr viel von IKEA oder eigentlich fast alles, allerdings haben wir vorher geguckt, ob wir das nicht irgendwo auf eBay Kleinanzeigen finden können. Wir haben zum Beispiel unsere Schuhschränke im Flur, sind von eBay Kleinanzeigen, eigentlich von IKEA, aber wir haben sie weitaus günstiger bekommen. Sie haben oben eine kleine Beschädigung. Das haben wir einfach kaschiert, indem wir eine Holzplatte draufgelegt haben. Wenn dich das interessiert, wie unsere Wohnung eingerichtet ist etc., ich verlinke dir hier oben eine Wohnungstour. Vermeide Schulden. Ganz wichtig, großes Thema. Die Zinsen sind enorm. Lass es. Vermeide Dispos. Ganz schrecklich, bist du einmal drin, kommst du nicht mehr raus. Wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, Dinge, die wir haben wollen, uns zu ersparen, wenn sie kostenintensiv sind und auch wirklich so lange warten zu können. Vermeide es dir einfach, dein Dispo zu überziehen, dir irgendwelche Kredite ans Bein tackern zu lassen. Spare, wenn du etwas haben willst. Die Kosten, die du dir dadurch sparst, indem du ein bisschen wartest und dir das Geld bar zusammensparst, sind um so vieles geringer. Und die Freude ist danach meist umso größer. Zahle pünktlich und zuverlässig deine Rechnungen. Ich mache das ganz gerne, indem ich mir in meinem Budgetplaner ganz bestimmte Termine einfach notiere. Somit vermeidest du Mahnkosten. Mal abgesehen davon, dass es für Mahngebühren eigentlich gar keine rechtliche Grundlage liegt. Und das ist jetzt wieder so der Alena-Klugscheiß-Moment. Für Mahngebühren gibt es keine rechtliche Grundlage. Aber bezahle deine Rechnungen bitte trotzdem pünktlich. Der nächste Tipp ist, vermeide eine Kreditkarte. Wir besitzen keine, denn auch hier die Gebühren und natürlich dann auch dieser Übernahmebetrag ist unglaublich hoch und drum besitzen wir hier in diesem Haushalt keine Kreditkarten. Mit meiner EC-Karte von der Bank zum Beispiel kann ich noch nicht mal irgendwie im Geschäft bezahlen. Das war mir einfach sehr wichtig, weil ich das Geld im Rahmen meiner Budgetplanung in den Händen haben will, um einfach einen besseren Überblick zu haben und um nicht in die Schuldenfalle zu tappen. Kommen wir nun zu den letzten Punkten aus der Kategorie und Körperpflege und Gesundheit. Und ich verspreche euch, wir sind gleich fertig. Frage deinen Arzt nach Alternativen. Ein Arzt verschreibt dir generell die Medikamente, bei denen er beim Vertreter die höchsten Provisionen erhält. Frage nach Alternativen. Du kannst auch mit deinem Rezept, wenn dein Arzt sich weigert, in der Apotheke nach einer Alternative fragen. Die Inhaltsstoffe sind die gleichen, nur sind die Medikamente dann von der Firma A vielleicht um einiges teurer als Firma B. Du kannst dir jederzeit ein Alternativmedikament geben lassen. Den nächsten Punkt, schneide dir selbst die Haare, das praktiziere ich bei mir, das praktiziere ich bei unserem Kleinsten, dazu gibt es auch schon Videos in meiner DIY-Kategorie und auch bei meinem Mann. Und wenn der Große bei uns zu Besuch ist, der ja wie gesagt 19 ist und seine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht hat, dann schneide auch ich ihm die Haare. Es spart uns unglaublich viel Geld. Ich bin früher bis vor 2 Jahren einmal im Jahr nur zum Friseur gegangen und ich gestehe ganz offen, seitdem ich meine Haare selbst schneide und färbe, ich habe meine Haare so, wie ich sie gerne hätte. Es hat ein bisschen Übung gebraucht, aber falls dich diese Videos interessieren, verlinke ich dir die Playlist hier oben im i. Greife auch auf No-Name-Artikel zurück. Ja, ist wirklich so und ich denke mal, den Tipp wussten auch schon einige, ob du dir nun das Shampoo von der Firma XYZ holst oder die Schokokekse von Balsen zum Beispiel. Es gibt so viele Marken, die ihre No-Name-Produkte auch wirklich mit den gleichen Inhaltsstoffen, mit den gleichen Zutaten nur weitaus günstiger anbieten, nur weil da eben nicht, weiß ich nicht, Mars draufsteht oder Snickers oder irgendwas. Nimm die No-Name-Alternativen, es ist das Gleiche drin und es ist um einiges günstiger. Verzichte aufs Baden. Das heißt nicht, dass du ab heute dich nicht mehr wäschst. Nein. Wir haben zum Beispiel das Glück von einer Badewanne und einer Dusche. Beides ist getrennt. Auch wenn du nur eine Dusche hast, duschen nimmt weniger Wasser, als wenn du ein Vollbad nimmst. Das ist nun mal so. Gelegentlich gehen auch wir gerne mal baden. Das heißt aber nicht, dass wir hier jeden zweiten Tag die Badewanne einfach mal volllaufen lassen, sondern wir greifen eher auf die Dusche zurück, um das persönliche Bedürfnis nach Körperhygiene zu erfüllen, aber vermeide Baden. Somit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, dusche jeden zweiten Tag. Wenn du jetzt ein Mensch bist, der jeden Tag duschen geht, dann mach das auch bitte weiter. You do you, wir machen unseres. Wir gehen jeden zweiten Tag duschen. Das heißt mit Haare waschen etc., das bedeutet, dass wir den Tag, wo wir nicht duschen gehen, natürlich nicht
im eigenen Saft erleben, sondern wir waschen uns dann einfach in der Früh ganz normal den Körper einfach mit einem Waschlappen Wasser und Seife und das reicht auch völlig aus. Trocknet die Haut auch nicht so aus und meine Haare danken es mir auch, seitdem ich nämlich diese nicht mehr jeden Tag wasche, sondern nur noch jeden zweiten Tag wasche. Ja, ich denke mal, es ist erkennbar, ne? Es laugt die Haare einfach nicht so aus. Produziere deine Pflegeprodukte selbst. Das mache ich auch sehr gerne. Das mache ich auch bei Putzmitteln. Ich habe meine eigenen DIY-Putzmittel. Ich mache auch unser Waschmittel selbst. Ich nehme zum Beispiel eine selbstgemachte Heilsalbe für kleinere Problemchen und kleinere Schnitte und so weiter. Ich habe auch schon Körperbutter komplett selber hergestellt. Also es gibt viele Dinge, die ich einfach selbst mache, weil ich die Grundzutaten hier zu Hause habe. Das entlastet unser Familienbudget um einiges und es ist weitaus gesünder als die Dinge, die du dir in der Drogerie kaufen kannst. Benutze die Wasserspartaste am WC. Ja, ist selbsterklärend, denke ich auch. Du brauchst nicht, um das Pipi deines Fünfjährigen darunter zu spülen, einmal den kompletten Wasserkasten leer zu machen. Unser Kleinster benutzt auch einfach die Wasserspartaste. Reicht überall hin. Große Geschäfte, das da, okay. Dreh zwischendurch auch mal den Hahn zu. Gilt beim Duschen. Duschen ist auch nur dann effektiv günstiger als das Baden, wenn du dir beim Einschamponieren der Haare oder beim Körper auch wirklich das Wasser auch ausmachst. Gleiches gilt auch, wenn du dir die Zähne putzt. Mach doch einfach das Wasser aus, das spart Unmengen an Geld. Letzter Tipp, schärfe Rasierklingen nach. Schärfe Messer nach, schärfe Scheren nach. Das geht alles und auch hierzu findest du bereits ganz, ganz viele Videos. Direkt hier auf YouTube, zwar nicht von mir, aber ich denke, es ist, ne, YouTube, das große Universum sämtlicher DIY und allen anderen Videos. Ich denke mal, da findet man einiges. Wenn du bis zum Ende dran geblieben bist, herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt 71 interessante Ideen gehört, wie du sparen kannst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena. I need somebody.